alles in allem super Turnier hier vom BBDV. Das entscheidende Spiel war Runde 4 gegen die Anna einfach. Die ersten zwei Sätze war die Anna wesentlich stärker als ich, hat druckvoller gespielt und ich habe dann im dritten Satz ein bisschen die Tempo rausgenommen und habe versucht, ein bisschen von hinten zu spielen und ein bisschen Spinwechsel reinzukriegen und hat dann gewirkt. Habe es dann glücklicherweise noch nach Abwehr von Matchspielen 3-2 gewinnen können. Und danach habe ich mich durchgeboxt und habe einfach das Ding nach Hause geholt. Ansonsten, wenn mich vor der Runde jemand gefragt hätte, wen ich lostechnisch hätte kriegen können, hätte ich genau diese 6 nicht gewollt. Aber so ist es halt, wenn man Turnier gewinnen will, wie so eins, muss man einfach 6 Spiele konsequent durchspielen. Und auch das nötige gewünschte Glück haben, dann einfach ein paar knappe Sätze rumzubiegen. Wir haben selten so oder wir haben noch nie so viele Doppelzimmerbelegungen gehabt. Fast immer hat jemand einen mitgebracht. Und auch, ich sag mal, von der Sponsorenschar sind zwar alle angemeldet, noch nicht hier, aber ich freue mich, dass unsere Partner so zahlreich erschienen sind. Es steht an, ein schönes Essen und dann eine Siegerehrung für dieses Finale 22. Und in Premier League ist es so, jedes Jahr machen sie einen Preis für die Spieler des Jahres. Und da habe ich mit einigen hier das auch gemacht und es ist ganz einfach eigentlich. Also es gibt nur einen Spieler des Jahres dieses Jahr. Er hatte alle Klassen gewonnen. Er hatte 50.000 TTF-Faktor bekommen. Und das ist Ingo Bettges. Komm. Ich möchte unsere Gäste, aber insbesondere die Spielerinnen und die Spieler, die heute Nachmittag an dem Endturnier teilgenommen haben, ganz herzlich im Namen des Bayerischen Tischtennisverbandes hier im Eier Hotel in Ruhpolding begrüßen. Alle, die diese Endrunde erreicht haben, sind meiner Meinung nach alle schon Sieger, denn hierher zu kommen, dazu gehört einiges. Und dazu möchte ich euch ganz herzlich jetzt schon beglückwünschen, selbst wenn ihr vielleicht heute nicht den Erfolg gehabt habt, den sich jeder vorgestellt hat. Aber ich denke, ihr werdet heute Abend einen wunderbaren Abend verleben. Den Rest macht ihr. Beschwerde, kriegst du direkt da. Nein, ich hätte das nicht gerne. Ja.
entscheiden, wo er hinschaut. Wir schauen zu dir. Ja. Bitte. Weil Ja, aber dann machen wir das. Mein Gesang ist das Ewig und dann.